brennt das aber ganz schön schlecht. Ist wahrscheinlich eng gewickelt oder was? So, ich bitte nun die lichte geistige Welt mit mir in Kontakt zu treten. So, weiter geht's mit dem Stinkeding. Ihr habt ja schon im letzten Video gesehen, dass wir das Stinkeding vom Brand haben. Wir haben ja nachher nochmal festgestellt, dass es gar nicht richtig ausgebrannt ist, so dass wir natürlich auch noch feststellen konnten, was in dem Stinkeding drin ist. Deswegen werde ich jetzt mit euch zusammen die Reste analysieren. Ich habe hier Menthol auf den auf dem Tempos Fenster ist auch geöffnet, weil man hält den Gestank nicht aus. So, okay, dann lasst uns mal gucken, was da drin ist. So sieht das Stinkeding jetzt gerade aus. So, ich mache das mal so. Okay, also Stinkeding ist... Das ist so widerlich, Leute. Also ich könnte so kotzen, ne? Ich könnte so kotzen gerade. Okay, ich pack das mal aus. Es riecht jetzt einfach nur noch mega verbrannt. Das ist echt so widerlich. Es ist so widerlich. Ah, Scheiße. Ah, ich konnte nicht mehr. Ich muss gleich schon wieder kotzen. So, ich drehe mal die Kamera ein bisschen. So, okay. So sieht Stinkeding aus. Ich muss die Kamera so ein bisschen halten. Beides gleichzeitig immer ein bisschen schwierig. So, Stinkeding rauspacken. Nächster Teil. Ah. Ah, das ist so voll. Ah, also ich weiß nicht, ob da jetzt eine tote Ratte drin sein wird oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich kotze gerade. Ah. Oh Gott, ich glaube, wir nähern uns. Also eigentlich bräuchte man dafür jetzt zwei Hände, aber dadurch, dass ich alleine bin, funktioniert das nicht. Oh, Scheiße. Leute, das ist so widerlich. Also es kann natürlich auch eine riesen Kackwurst da drin sein. So, okay. Das ist das Problem mit einer Hand, ne? Das ist nicht mal eben gemacht. Kann doch sein, ich eben gerade mich in Fäkalien wälze. Ich möchte es gar nicht wissen, ey. Ich möchte es gar nicht wissen. Ah, Scheiße. Jetzt kann natürlich auch eine riesen Fäkalienkacke sein. Ah. Ich sehe schon nach jede Scheißwurst oder so. Okay. Ah, ich könnte so kotzen, Leute. So. Der Gestank ist echt erbärmlich. Der Gestank ist erbärmlich. Ey, wie viel ist denn da drum? Tage später. Wir nähern uns. Also macht sowas niemals, Leute. Irgendwas öffnen. Wohl keine Ahnung, was das sein soll. So. Ich verstehe auch gar nicht, dass sich das so schlecht abrollen lässt. Aber hier. Oh, ich habe einen richtigen. Jetzt habe ich einen richtigen Fluss. Jetzt geht's. Das ist irgendwie alles voll verklebt miteinander. Ah. Der Gestank ist sehr beißend. Der brennt so ein bisschen. Ich rieche da selbst durchs Menthol durch. Ah. Ich glaube, ich kann ja nach meiner Hose wegschmeißen. Ah. Was hat denn... Also ist nur Asche, okay. So. Ist irgendwas drin?
Weil, wie gesagt, mit zwei Händen wird es einfacher gehen. Ah, Gott! Ey, das sieht aus wie eine. Guck mal! Das ist schon eine Figur oder so. So, da kommt irgendwas Rotes zum Vorschein. Was ist das denn? Ja, ich krieg die Kotze, als wenn er hier. Was ist das denn? Was ist das? Das ist eine Figur. Hängt hier oben fest. Also Leute, das ist ja drin. Oh, ich muss mal Kamera umstellen. Also ich habe echt keine Ahnung, was das sein soll. Wir haben ja erst Voodoo vermutet. Im Grunde, wenn ich ehrlich, kommt sogar schon so einer Figur vom Voodoo so ein bisschen nah, ne? Zum Würgereiz. Ich muss das Ding vergraben. Ich muss das Ding vergraben, Leute. Wir haut rein. So, ich bitte nun die lichte geistige Welt mit mir in Kontakt zu treten. Ich bitte um eine Sitzung, die mir Fragen beantwortet. Ich bitte die geistige Welt, mit mir zusammen über dieses Ouija-Brett zu kommunizieren. Du kannst die Buchstaben nehmen für Wörter oder für ganze Sätze. Du kannst Fragen mit Ja und Nein beantworten. Du kannst die Verbindung abbrechen jederzeit, wann du möchtest. Du kannst mir auch Zahlen für Informationen jeglicher Art übermitteln. Ich bitte jetzt die geistige Welt mit mir über das Ouija-Brett in Kontakt zu treten. Meine Fragen sind bezogen auf dieses Objekt, was wir heute bekommen haben, was wir zusammen ausgepackt haben und wo wir ganz gerne mehr wissen möchten. Ich möchte einen Kontakt haben, der mir zu diesem Objekt mehr Informationen geben kann. Weißt du, wie ich mich fühle hier hinten? Ganz klein. Ganz klein. Klein, weißt du, wie ich das meine? Klein, so von. Ich versuche gerade einen Zusammenhang. Mickrig. So energetisch mickrig oder körperlich mickrig? Körperlich mickrig. Danke erstmal ganz kurz. Gib mir bitte die Kamera, setz dich bitte mal da hin. Ich muss dann mal gucken, dass ich das die ein bisschen runtergedeckelt kriege. Ich suche gerade das Ding. Das knackt hier und die Leute, die werden mich hassen jetzt. Ja, weil du immer die ganze Zeit nimm du die Scheiße. Wenn du die ganze Zeit nämlich das Ding in die Kamera sausen lässt. Nee, die Kamera saust das nicht, aber an dem Mikrofon, dieses Knacken immer. Die Leute, die springen mir an die Decke. Schlimmer ist, dass das Ding vor die Linse immer geknallt ist. Ja, ich glaube gar nicht, dass es so ist, dass das. So, okay. So. Martin, du sollst nicht als Ouija, du sollst einfach nur mal mir bitte sagen, wie du dich da fühlst. Es ist eigenartig hier, ja. Ne? Aber ich fühle mich nicht klein. Ich fühle mich mega mickrig dort. Nee, klein würde ich nicht sagen. Ich weiß aber jetzt auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Klein nicht, aber auch nicht alleine. Ist cool. Weiß ich nicht, was ich meine? Alleine weiß ich jetzt nicht. Nee, als wenn du nicht hier alleine wärst, als wenn noch jemand da wäre, definitiv. Ja,
aber etwas, irgendwas, was größer ist. Das ist das, was ich meine. Das ist so, du bist zwar da, aber nicht in deiner Stärke. Lass mal das ausprobieren. Das was willst du machen? Ich stell die jetzt einfach mal weg. Und dann... Ich stelle das jetzt einfach mal hier hinten hin auf den Stuhl. So. Und jetzt probier das doch mal. Ich jetzt nochmal setzen oder? Ja. Das ist ganz anders. Ich fühle mich, als wenn ich da bin. Also deine Theorie ist wohl richtig, dass du das weggestellt hast? Setz dich hin. Probier selber. Jetzt irre, krank, crazy irgendwie. Ich weiß nicht, ich bilde mir das jetzt nicht ein. Nee, jetzt ist auch wieder normal. Ist das Gefühl hier auch normal? Die Brust hat dich weniger, bei mir wäre es ja so ein Druck im Kopf. Nee, jetzt ist sie gut. Was haben wir da gekriegt? Okay, lass es mal hinstehen, dann können wir jetzt links. Willst du jetzt da stehen? Lass es da jetzt bitte stehen. Da kann ich jetzt nicht in Ruhe auf die Ouija konzentrieren. Voll Kamera wechseln, leider tun wir. Das ist ganz komisch. Okay. Vielleicht muss mal die Fenster zu. Ja. Ich bitte die geistige Welt, mit mir in Kontakt zu treten. Ich bitte um einen liebevollen Kontakt über dieses Ouija-Brett. Ich bitte um eine liebevolle Seele, die mir Informationen geben kann zu dem Objekt, um das es jetzt gerade sich handelt. Es geht um das Objekt, was wir gerade hier unten weggestellt haben, was wir zugeschickt bekommen haben. Und da möchten wir ganz gerne Fragen zu beantwortet haben. Wenn eine Seele da ist, kannst du mit mir über dieses Ouija-Brett kommunizieren. Du kannst die Buchstaben benutzen für Wörter und auch ganze Sätze zum Formen. Du kannst Fragen beantworten mit Ja und Nein, du kannst mir mit Zahlen Fakten geben. Wenn irgendeine Präsenz anwesend ist, kannst du jetzt mit mir hier über dieses Ouija-Brett in Kontakt treten. Du kannst auch die K2 Meter ausschlagen lassen. Du kannst dich auch anderweitig im Raum bemerkbar machen. Wir haben lediglich Fragen zu... Ich kriege Kopfschmerzen gerade. Ich habe lediglich Fragen zu diesem Objekt. Ich habe richtig Kopfschmerzen gerade. Mir tun die Schläfen weh. Ich schläfe. Richtig. Eine Pause machen? Nee, ich will das jetzt machen. Ich will schon wieder anfangen. Weißt? Wenn irgendeine Seele anwesend ist, kannst du jetzt mit mir in Kontakt treten. Man sieht kaum was. H. A. L. L. Hallo. Hallo. Das war wie letztens, genau das gleiche. Genau identisch. H. I. E. Hier. Was ist hier? Hä? Hallo, hier. B, ein I, ein N, Bin, I, Bimi, C, weißt du, was das war? Hallo, hier bin ich. Das ist das, was ich meine. Das Wort ist ganz anders. Ich trau dem noch nicht ganz. Wer bist du denn? E, V, Eva. Das war letztens auch. Ich bin gar nicht auf dieses Boot so richtig klar gekommen. Wo bist du, Eva? B, I, T. T, E, bitte, H, I, L, bitte.
bitte hilf. M. I. Bitte hilf mir. Warum? Warum? Warum soll ich dir helfen? D. U. N. K. E. L. Dunkel. Ist sie im Dunkeln? Bist du im Dunkeln? Ja. Frag mal, ob's... E? Ich habe gar nichts gefragt gerade. I? N? G? E? S? E? Arme werden auch schwer. Das Board ist so groß. Einige. Eingesperrt? Eingesperrt. Bist du eingesperrt? Warum geht das jetzt weiter? Ich habe nichts gefragt. H. A. S. S. Hass? Siehst du, da haben wir schon eingesperrt, Hass, und du sagst mir, das Wort ist gut. Nur weil es freundlicher antwortet, heißt es nicht, dass es gut ist. Warum ist Licht angegangen? Hä? Tschüss. Hast du es gesehen? Mach mal bitte aus. Oh, sorry. Boah, musst du kurz Pause machen. Also wir haben... Hallo, ich bin's. Hey, hier bin ich. Warte kurz bitte. Eva. Komm schon. Ich hätte gesagt, lass rausgehen, mal spazieren. Denk dran, wir müssen gleich mal spielen. Mach nochmal bitte aus, Mann, raus. Mach aus, bitte. Oh, mach Kamera eben zu mir. Ich habe ein ganz komisches Gefühl. Warum? Wovor? Weswegen? Wegen dem Viech da. Ich kann ihn ja nicht mehr. Ich hab echt selten Kopfschmerzen. Ich habe wirklich selten Kopfschmerzen. Aber irgendwie, wie ich dir das erzählen soll, Martin, wie soll ich dir so erklären? Kennst du dieses Gefühl, wenn du weißt, irgendwas stimmt nicht? Ja, das kenne ich. Wenn dein Bauchgefühl sagt, ja, stimmt was nicht, da ist was nicht, lass das lieber sein, lass die Finger davon. Genau, das meine ich. Ja. Das kenne ich, das ist zu gut, das Gefühl. Ich hatte jetzt, hört sich verrückt an, ich mache ja echt gerne Ouijas, ja, aber ich habe irgendwie, obwohl es jetzt echt eine positive Sitzung war, die hat sich echt positiv angefühlt, wollte ich jetzt nicht weitermachen. Obwohl ich Antworten gekriegt hätte, ich wollte keine Antworten kriegen. Vielleicht fangen wir mal die Ghostbox mal anmachen dazu. Jo. Idee. Ich stelle das. Ich möchte aber dieses Ouija möchte ich umgefangen lassen. Ja, dann nimm das weg. Wenn du sagst, das ist positiv, dann müssen wir gucken, dass wir es positiv behalten. Ja. Oh Gott, mir ist schlecht, Martin. Mir ist auch gerade schlecht. Ist das noch von dem einen Ding da, was wir abgefackelt haben? Keine Ahnung. Das ist echt übel gerade. Mann. Ey, im nächsten Leben mache ich mit dir einen Blockflöten-YouTube-Kanal. Blockflöten-Kanal. Ich spiele mal Blockflöte.
Was denn? Wie spielt man keine Blockflöte oder sowas? Oder welche Töne sollte man? Die Triangel leicht gemacht. Triangel für Anfänger. Triangel für Anfänger. Wir spielen mit der Triangel bekannte Heavy Metal Songs oder irgendwie sowas. Oh ja. Oh, ich hab so einen Schädel, ich habe so einen Druck im Kopf. Ja, aber so wie ich uns kenne, landen wir irgendwann dann und spiele niemals Triangel um 3 Uhr morgens. Spiele niemals Triangel um 3 Uhr morgens. Meine Verzeihung. Was ist denn da eben schon wieder? Wir müssen die Box mal beim Hersteller, aber Bescheid sagen, dass die Daten auch so scheiße lange brauchen momentan. Na, das dauert echt lange zu zeigen. Oh. Würdest du dich trauen, dieses Viech aufzumachen? Nein. Würdest du dich trauen, die andere Box unten aufzumachen, die im Keller ist? Die will ich gar nicht aufmachen. Ich weiß nicht warum, aber ich verspüre kein Interesse, die Box, die wir im Keller haben, aufzumachen. Ja. Bei mir geht es auch unten, ist dasselbe. Ich finde die Box spannend, aber. Mm-mm. Da ist etwas, wo ich sage, na. Ja, das ist das. Diese, die ist eher für mich so. What the hell ist denn das für ein Teil? Ja, vor allen Dingen, der klappert ja mehr dran, ne? Komm nur mal hier. Das hörst du so nicht. Warte, das wird mal, ja. Nimm die mal da raus, sonst meint man, das käme von dem Stroh oder so. Okay. Wow. Da ist auf jeden Fall definitiv mehr drin, Rasse da drin. Wow, ich möchte lieber wieder wegstellen. Das ist, weil der Box, die wir im Keller haben. Auf jeden Fall. So. Dann werden wir mal Moped starten, ne? Gefühlte 12 Jahre später. Ich sag ja, wir müssen noch mal unbedingt mal. Hast du die Adresse noch? Ich hab die nicht. Du hast mir die dauernd zu geben. Ich hab die. Ich hab die auch nicht mehr. Ich keine Ahnung, muss mal suchen. Das ist jetzt auch nicht gerade mal eine Woche her. Boah, du musst doch die Rechnung noch haben. Ja, die haben wir irgendwo. Oh, okay, dann habe ich nochmal die alte Cam. Ich will aber vorne. Dann mal Trigger direkt auf die Box hier. Ist eine Präsenz anwesend? Wir hätten gerne Kontakt zu jemandem oder einem Wesen, die uns etwas über diese Box sagen können. Ihr seht schlecht. Ist jemand da, der uns etwas über diese Box sagen kann? Ist jemand oder etwas anwesend, welches uns was über die Box sagen kann? Das ist diese Totenstille, die ich hasse. Darf ich mal fragen? Versuch. Ist irgendeine Präsenz anwesend, die uns etwas über diese Box sagen kann? War das jetzt eine Mahlzeit? Nee, mal schlecht, oder? Mal schlecht? Mag schlecht? Nein! Mag schlecht! What the fuck? Ihr seid... Das war jetzt nicht mag schlecht, oder? Das war vorhin mag schlecht und ihr seid, also wir sind... Was willst du von mir? Was ist mit uns? Wir sind... Verlieren oder verloren? Verlieren? Verlieren. Verlieren.
Was werden wir verlieren? Einmal mehr auf die Box, bitte. Hat es mit der Box auf sich? Wird man was verlieren, wenn man das öffnet? Schreck mich nicht so. Ey, bist du wahnsinnig? Sorry. Ey, mein Herz. Sorry. Boah. Ich hätte irgendwas im Nein gestrahlt. Keine Ahnung. Kannst du uns etwas zu dieser Box sagen? 14. Ey, wir haben es immer noch nicht raus, dass wir den so verfickten Zahlen auf sich hat, ne? 14. Sind da vielleicht 14 Objekte in der Box drin? Ey, das könnte sein. Was hat's mit der 14 auf sich? Eden, was mit Eden? Eben. Wir möchten Infos zu dieser Box. Ich muss mal ein bisschen leiser machen. Wir wollen Infos über diese Box. Ist irgendjemand von der geistigen Welt anwesend, der uns Infos zu dieser Box geben kann? Wir hätten gerne Infos zu dieser Box. Entführer? Was hat ein Entführer mit der Box zu tun? Frage ich mich auch gerade. Krankenschwester, Entführer, Krankenschwester? Entführer ist vielleicht jemand, der ein Mensch. Ist vielleicht jemand, der im Krankenhaus war, als Entführer von einer kranken Schwester behandelt worden? Das ist. Dass diese Seele verstorben ist und. Gib mir mal Schattenkleidung. Weißt du, dass diese Seele verstorben ist und dann letzten Endes dort reingepackt wurde? Weil das ist ja so ein Darknet-Box, wie es in dem Brief steht. Ja, ja. Aber Entführer. Oder die Box ist gar nicht von dem, der sie verkauft hat, sondern dass er sie irgendwo geklaut hat, entführt hat. Und der ursprüngliche Besitzer an Krankenschwester war, ist er zu weit hergeholt. Sehr, 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 sehr straight, ne? Ich hätte sonst. Mal kaum beschäftigen wir uns nicht mit der Box. Es ist ruhig. Was wird Martin für eine Karte ziehen? Jetzt kommt's. Warte. Was wird Martin für eine Karte jetzt ziehen? Mit dir drauf? Das ist mir. Du bist Fühler Angst. Legst du bitte die Karte mal auf die Box? Was spürst du gerade? Ich habe ganz leicht feuchte Hände. Oh, mir schlecht, ey. Mir auch, aber ich glaube, das liegt immer noch von diesen Dingen von vorhin. Was fühlst du gerade? Was fühlst du mit der Karte?
Kannst du mir eine Frage tun? Kannst du mir deine Hände aus Reacher bitte legen? Nur legen, du hast keine Sitzung mehr. Alter. Nur legen, keine Sitzung. Da ist ja nichts Wildes. Wenn du das mal gucken, was passiert. Was spürst du, wenn du das Ouija anfasst? Bei dir geht's nicht gut. Also, ich fühle mich unwohl dabei. Okay. Du wirst ja auch keine Sitzung machen. Ich will nur ich fühle mich trotzdem unwohl. Meinst du, liegt es an Bord, oder? Was ist dein Gefühl, was es ist? Wie meinst du das? Ist es das Brett, oder ist es das? Also, wenn ich die Hände hier auf dem Brett habe, fühle ich mich nicht wohl. Dann nehmen wir ihn da. Danke. Ist noch eine Präsenz anwesend, die uns etwas zu der Box sagen kann? Ich nehme die Karte auch wieder weg. Pass auf, jetzt kommt wieder Kontakt, pass auf. Die Karte ist runter. Merkwürdig, ne? Die Karte drauf, runter. Ist das jetzt besser mit dir, mit wo die Karte runter ist? Du kannst gerne mit uns in Kontakt treten. Gefahr. Geht von der Box eine Gefahr aus? Wenn ja, welche? Ich hab doch gesagt, das stimmt doch nicht mit. Hat der Roman ja auch geschrieben, wo ist der Brief? Hier ist der Brief. Kannst du das K2 Meter ausschlagen lassen? Ja, war. Was? Ja, da war zwei. Jetzt nicht mehr. Da. Ja. Was? Warst du das gerade mit dem K2 Meter? Kannst du das nochmal machen? Alter. Kannst du das? Kannst du das nochmal machen? Was? Zum Test. Kannst du mir noch mal ein Zeichen geben, bitte? Könntest du das K2 Meter noch mal... Explosion. Das eine hat aufgeschlagen, das andere nicht. Also das Dunkel hat ausgeschlagen, das unseres nicht. Das Interessante, wo Explosionen kamen, ist das eine ausgeschlagen. Kannst du noch mal einen K2-Meter ausschlagen lassen, bitte? Fragen sind ja. Was soll über dich fragen? Ich dachte schon, dass die Dauer. Also es ist Kinder? Fragen Sie mich, Kinder? Also es ist kein Wärmeunterschied, es sind 22 Grad. Wir brauchen unbedingt mal eine Wärmebildkamera, definitiv.
Was hat es mit den Kindern auf sich? Unschuldig. Kinder sind unschuldig. Das ist richtig. 23,5. Nee, also Temperatur ist konstant gleich. Was halte ich hier? Ich verstehe die Box heute nicht. Ich bin irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Oh Gott. Gesundheit. Gesundheit. Alles gut bei dir, Marc? Ja. Was war das denn jetzt? Weißt du, was ich sagen will? Wir machen nur mal ein paar Tests außerhalb der Kamera. Ja, ich komme nicht ans Kreuz dran. Ich würde noch ein paar Aufnahmen ohne Kamera machen, einfach mal selber zum Testen. Kann da vielleicht noch was dauern. Wir verabschieden uns mit Licht und Liebe. Komisch, ne? Ey, ganz komisch. Kinder, Krankenschwester. Als wenn uns die Präsenz versucht hätte, irgendwas zu sagen. Hast du es gehört? Ich habe keins gehört. Doch jemand Hallo gesagt. Hör ich mir ein. Ist das zu? Da. Was? Ganz 2 Meter gerade wieder. Ja, beide gleichzeitig. Okay. Aber das ist wie manche Sitzungen, die wir schon mal hatten, wo wir Fragen stellen, aber wie bei einer Diskussion, wo man aneinander vorbeiredet, weißt du das? Ja, ja. Falsche Fragen gestellt. Vielleicht. Lass mal auf, Martin. Ich würde Folgendes jetzt vorschlagen. Ich hole gerade auch. Erstmal will ich kurz Luft schnappen draußen. Mir ist echt nicht gut gerade. Wir müssen eh schon anfangen, den Stream vorzubereiten. Ja, also kurz einmal draußen Luft schnappen und dann mit Offline-Kamera, mit Off-Kamera noch mal ein paar Tests machen. Können wir machen. Okay, also dann. Bis dahin, haut rein.